Und hiermit willkommen zu einer neuen Folge Ranz mit Glanz. Oder auch ohne Glanz. Wir gucken uns heute ein verlassenes Hochhaus an. Was kein Hochhaus ist, sondern ein Mehrfamilienhaus. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich kann euch jetzt schon sagen, es ist Ranz mit Glanz. Es ist nichts drin, es ist ranzig, es ist ein Graffiti-Bomber, aber wir wollen aufs Dach, deswegen gehen wir jetzt trotzdem hinein. Mit dabei ist der Paul, wie immer. Soll ich vorgehen? Ja. Eine Filmschuhe? Gib die Kamera. Ich geh schon mal rein. Gib her. So, Freunde, wir sind drin im Gebäude. Okay, es ist komplett entkernt, aber ich habe Hoffnung, dass wir hier noch aufs Dach können. Paul, pass auf. Hier liegt überall Geschirr rum. Was sagst du zum Ranz mit Glanz? Ranzig und glanzig. Ranzig und glanzig. Der Robin ist auch drin. Gehen wir mal ein bisschen durch hier. Wird kein professionelles Video, wird einfach mal ein bisschen durchgehen. Ist ja wie gesagt, Ranz mit Glanz und Ranz mit Glanz. Da setze ich keinen Wert auf Schnitt. Durchs Haus. Oh mein Gott, wie geil. Oh ja. Schau euch das an. Das steht, glaube ich, auch leer. Jawohl. Geil. Über den Wolken. Hier sieht man das Ganze von außen. Das Dorf wird gerade renoviert. Sieht man neue Fenster drin. Und hier ist eine riesen Aussicht. Richtig, richtig cool. Also Fotos kann man hier auf jeden Fall geile machen. Okay, gehen wir mal hoch. Auch mal wieder lustig. Einfach mal drauf hinfilmen. Okay. Unten ist einer am Fenster. Da ist jemand. Ey, da sind lauter Leute am Balkon und gucken hier hoch. Die wissen, dass wir hier drin sind. Doch, da guck mal. Irgendwie hat's was, oder? Ja. Irgendwie ist es schon cool. Aber scheinbar kommt schon das Dach. Ah, wo sind die? Nein, ah, da vorne die. Ja. Müssen ein bisschen leiser sein. Ja, da huckt einer. Jo, aber was will er machen? Ist doch egal. Um das Ding hier juckt sich eh keiner. Was? Alter, ist das ein Graffiti-Bomber. Jawohl. Jawohl, Leute. Ich glaube, sieht von außen besser aus als von innen. Ja. Aber normalerweise muss es doch eine Möglichkeit geben aufs Dach. Richtig geile Aussicht auf jeden Fall. Man sieht doch die ganze Skyline da unten. Richtig geil. Geil, richtig cool. Es ärgert mich jetzt, dass wir nicht aufs Dach kommen. Normalerweise, wie machen denn die das immer? Wie pennen die auf den Hochhäusern, zum Beispiel in Lille Pripyat? Dort ist doch anscheinend immer eine Luke normalerweise. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt anders ist. Ich meine, es ist beides Deutschland. Vielleicht andere Regeln hier? Ich weiß es nicht. Okay. Naja, es macht gerade richtig Spaß einfach. Eine neue Folge. Ranz mit Glanz. Genau. Man muss es auch wieder drehen. Okay, Freunde, ich kann euch jetzt schon mal zeigen. Dort hinten sieht man ja ein Haus. Ne? Also es sieht verlassen aus. Aber wir wissen nicht, ob es verlassen ist. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall gleich mal abchecken, weil wir wollen überall reinkommen.
wo es nur geht. Hier war es jetzt einfach durchs Fenster. Hatten heute richtig geile Dinger. Ja, auch ein eingerichtetes Haus mit Strom, was man ja sehr selten hat. Oh, Leute. Das nenne ich mal eine Aussicht. Richtig geil. NPC, ich bin hinter dir. Dann trauriges Ende einer weiteren Folge Ranz mit Klanz. Auf jeden Fall cool mal zu sehen. Muss ja nicht immer alles eingerichtet und cool sein. Cool war es auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, mit der ranzigen Bude im Hintergrund würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute, euer Leon Erbeck. Ciao.